angefangen, soll ich sagen. Wir machen jetzt eine Aufbaureihe mit Rusty, wie wir ihn langsam wieder anfangen zu arbeiten. Wir werden dabei Stangen mit einbauen, damit er über den Stangen ein bisschen gelassener wird. Wir versuchen auch, dass er generell im Reiten gelassener wird, damit wir dann, wenn das Springtraining dann irgendwann mal wieder losgeht, auch ein ruhiges, entspanntes Pferd haben. Und ich glaube, bis jetzt geht das mit dem Gelassenheitstraining ganz gut voran, nicht? Ja. Und Momo wird euch dann, während ich dann die Übungen, die wir uns jetzt überlegt haben, reite, erklären, was wir da machen. So, am Anfang natürlich erstmal schon warm geritten. Da haben wir jetzt nicht mehr so viel gefilmt, weil Alex das schon gemacht hat, als ich noch aufgebaut hatte. Und dann hat er auch schon so ein bisschen angefangen, langsam ein bisschen aufzunehmen, so ein bisschen Anlehnung zu verlangen, aber wirklich nur so leicht vorwärts, abwärts, dass er einfach so ganz weich am Zügel steht. Und ihr seht, also bei uns sind die Fliegen noch ganz schön aktiv, deshalb ist er auch manchmal so ein bisschen itzig. Aber das soll uns nicht stören. Das ist ja genau das, wo er sich eben dann wieder auf den Reiter konzentrieren soll. Und eben, wie ihr hier seht, viele gebogene Linien und auch einfach viele Handwechsel über Schlangenlinien, Volten etc. Dass einfach viel Abwechslung und Bewegung drin ist. So, dann habe ich hier Kegel aufgebaut und am Anfang erstmal so große Bögen rum, dass es einfach nicht so schwierig ist, gleich am Anfang so schnell hin und her zu wenden, dass er das erstmal kennenlernt und richtig schön da rumgebogen werden kann. Und weiter geht's dann auf gerader Linie über diese zwei Stangen. Das Ganze haben wir dann wirklich oft gemacht und die Bögen dann immer ein bisschen kleiner gezogen. Ihr seht, manchmal geht es ganz gut und manchmal fällt es ihm noch sehr schwer, da wirklich gebogen und nicht so eckig und kantig rumzulaufen und sich wirklich um die Kegel zu biegen. Aber genau deswegen machen wir es ja. Und jetzt genauso hier nochmal andersrum. Einfach um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, aber trotzdem diese Übung erstmal so ein bisschen mit ihm zu machen. Und hier ging es dann auf einmal komplett ohne Zügel. Klar hat er jetzt nicht jeden Kegeldurchritt geschafft, aber komplett am langen Zügel da durchzuwenden war dann schon ein sehr großer Erfolg. Als das dann jetzt gut geklappt hat, sind wir zur nächsten Übung gegangen und haben hier einfach auf so, ja, nicht ganz hübsch hingelegt, einfach so ein paar Stangen und ein Cavaletti. Und das haben wir dann immer so ein bisschen weiter, ein bisschen enger gelegt, dass er einfach jedes Mal ein bisschen besser aufpassen musste und nicht einfach da drüber latscht. Und ihr seht, er guckt richtig gut hin und zuckelt dann auch nicht mehr an. So, hier habe ich es jetzt richtig eng gelegt und ihr seht, er hat richtig gut aufgepasst, sich klein gemacht und genau das ist ja das, was ihm sehr, sehr schwer fällt. Um wirklich viel Aufmerksamkeit von ihm zu fordern, dass er sich wirklich konzentriert, haben wir dann wieder ein bisschen enger gemacht und dann aber die hintere Stange anders hingelegt, dass er einfach wirklich schön guckt, wie er seine Füßchen zu setzen hat. Und ihr seht, das hat er richtig super gemacht und gut aufgepasst. Dann einmal hier, wie so durch den Zirkel gewechselt. Hier. So, hier seht ihr jetzt Rusty live bei neuen Situationen. Erstmal so, huh, und dann, ja okay, alles klar, gesehen, kein Problem. Und beim nächsten Mal hat er das dann richtig schön flüssig gemacht und genau das ist ja das Ziel, was wir damit verfolgen. Wie auch bei den anderen Stangen habe ich dann hier auch nochmal die
Weite der Cavalettis verändert, dass er eben da auch wieder aufpassen muss und sich nicht darauf verlässt, dass es eine bekannte Situation ist. Um eine neue Aufgabe zu schaffen, muss man nicht immer die Stangen umlegen. Wir sind jetzt immer nach diesen Stangen linksrum geritten. Einfach mal andersrum abwenden. Das ist für Rusty schon manchmal der totale Weltzusammenbruch, wenn man auf einmal andersrum reitet. Genauso haben wir jetzt einfach so ein bisschen ihn ausgetrickst und zwar jetzt hier angehalten. Weil er ist ja im Parcours immer so stark und will immer einfach nur drauf zurennen. Und das machen wir mal gerne mit ihm, dass er einfach stopp, kurze Pause und dann geht's ganz entspannt weiter. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch ein paar Anregungen gegeben. Das ist einfach nur so als Gelassenheit gedacht, so ein bisschen rumspielen mit den Stangen, dass er lernt, seine Beine zu sortieren und aufzupassen und aufmerksam zu sein. Und ja, dass er einfach ein bisschen auch abgehärtet wird fürs weitere Reiten dann wieder. Wollen wir einfach jetzt in der Wiederaufbauphase seiner Muskulatur und Sehnen wollen wir jetzt das gleich miteinander verbinden. Also, tschüss ihr Lieben!